findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Spaniens Torschützenkönig beinahe in der Super League gelandet. Artem Dovvik und der geplatzte Deal mit Super League Teams. In der glitzernden Welt des internationalen Fußballs gibt es Geschichten von verpassten Chancen und unerwarteten Wendungen. Eine solche Geschichte ist die des ukrainischen Stürmers Artem Dovvik, der derzeit als Torschützenkönig der spanischen La Liga für Furore sorgt. Mit beeindruckenden 19 Saisontoren trägt Dovvik maßgeblich zum Erfolg seines Clubs Girona bei, der sich derzeit mit Barcelona einen erbitterten Kampf um den zweiten Platz in der höchsten spanischen Spielklasse liefert. Noch vor wenigen Jahren stand die Karriere des 26-Jährigen an einem ganz anderen Wendepunkt. Dovvik, der damals für gerade einmal 1,5 Millionen Euro zu haben war, wurde mehreren türkischen Spitzenclubs angeboten, darunter Galatasaray und Fenerbahce. Ein Transfer kam jedoch nie zustande. Vor allem bei Fenerbahce stieß der Vorschlag auf Skepsis. Der Assistent des Vereinspräsidenten Ali Koç bezweifelte offen Dovviks Eignung für das hohe Niveau der Super League. Das ist Fenerbahce, wie soll er hier spielen? Diese Skepsis mag heute angesichts von Dovvik Leistungen in einer der besten Ligen der Welt unbegründet erscheinen. Nachdem er von Sivasspor und anderen türkischen Vereinen abgelehnt worden war, setzte Dovvik seine Karriere in Dänemark bei Midtjylland fort, bevor er nach Spanien wechselte, wo er sich schnell einen Namen machte. Diese Entwicklung zeigt, wie dynamisch und unvorhersehbar Fußballkarrieren sein können und wie schnell sich die Bewertung eines Spielers ändern kann. Seine derzeitige Form in der La Liga hat nicht nur Fans und Kritiker beeindruckt, sondern auch das Interesse größerer europäischer Vereine geweckt. Es wird gemunkelt, dass der SSC Neapel großes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers zeigt. Sollte es zu einem Transfer kommen, könnte Dovvik für eine deutlich höhere Ablösesumme den Verein wechseln, was die bisherige Zurückhaltung der türkischen Vereine noch bedauerlicher erscheinen lässt. In 36 Saisonspielen für Girona erzielte Dovvik insgesamt 20 Tore und 7 Assists und ist damit einer der effektivsten Spieler der Liga. Sein direkter Konkurrent um die Torjägerkrone Alexander Sørloth folgt ihm mit 17 Treffern auf Platz 2. Neben seiner Vereinskarriere zeigt Dovvik auch auf internationaler Ebene für die ukrainische Nationalmannschaft starke Leistung. In 25 Einsätzen gelangen ihm 8 Tore und 3 Vorlagen. Diese Statistiken zeigen, dass Dovvik nicht nur in der Liga, sondern auch auf internationaler Ebene ein Spieler von hoher Qualität ist. Die Geschichte von Artem Dovvik ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie Talent und Entschlossenheit einen Spieler trotz anfänglicher Rückschläge zum Erfolg führen kann. Seine Karriere unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Talentfeststellung und könnte für viele Fußballvereine ein Weckruf sein. Auch dort Potenzial zu erkennen, wo es auf den ersten Blick nicht offensichtlich erscheint. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo.